Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt auf unserem Kanal, meine lieben Freunde. Ich bin euer Delta K und wir spielen We Were Here mit guten Aikosa. Ja, was geht? Hallo Aikosa. Ja, und zwar ja, das Spiel We Were Here, das ist kostenlos auf Steam. Und das ist von den Entwicklern von Total Mayhem Games. Das sagt mir irgendwie gar nichts, der Name. Ja, mir auch nicht. Ich weiß nur, es wurde von Unity gebaut, also mit Unity hergestellt. Ja. Es gibt viele Spiele, die von Unity hergestellt sind, die sind kacke. Ja, hoffen wir mal, dass das hier gut ist. Hoffen wir mal. Das Spiel ist auch relativ neu. So, das ist so zwischen Ende Januar und Anfang Februar erschienen. Oha. Das soll anscheinend so Genre Horror, Puzzle, irgendwas mit Hirnschmalz. Hirnschmalz einsetzen. Das wird ein super Abenteuer für uns. Hier ist nämlich Teamwork gefragt. Ja, der eine, der sitzt hier am Kamin, muss warten, bis der andere endlich mal herkommt. Der andere sucht den am Kamin. Ja, wir helfen uns sozusagen gegenseitig. Ja. Sag ich mal. Und ja, zum Spiel zu sagen, wir sind halt verloren und abgegrenzt in einem verfallenen und verlassenen Schloss und so. In einem gefrorenen Ödland hier. Ja. Ich habe das Intro gesehen, was wir nicht gezeigt haben, aber wir wurden anscheinend K.O. geschlagen und sind wir jetzt in 12 verschiedenen Orten angekommen, hier in diesem Schloss. Oh, ich bin gerade gelaufen und ja. Die Runen sind auf der Wand erschienen. Okay. Oh mein Gott. Was siehst du denn da? Warte. Erstmal hebe ich das Walkie-Talkie auf. Könnt ihr mal machen. Also hab ich schon. So. Weil eigentlich kann man das Spiel halt, du spielst halt so, man hört sich nicht, man redet halt nur über das Walkie-Talkie, das kann man kurz zeigen, es ist so, hallo, hallo. Penis. Genau. So spricht man das eigentlich, aber wir machen das über Discord. Yay. Sag hallo Discord, hallo. Hallo. Discord. Okay, dann wollen wir einfach mal anfangen, würde ich sagen. Jo, wir müssen Rätsel über Rätsel machen. Genau. Also, wir starten in unterschiedlichen Räumen. Ihr seht jetzt natürlich nur meinen, aber weil das ist interessant. So. Er ist Dora der Explorer. Und du bist Boots. Ah ne, du bist die Map. Map heißt nämlich Karte. Okay. Also, ich habe erstmal eine Wand, wo. Ich habe was mit Blut an die Wand geschrieben. Da steht, die Antworten lügen. Oh. So. Und dann habe ich halt die Wand mit den Runen. Ja, die Runen sind zwischen zwei Säulen und ja, die sind beide rot, die Augen. Sind beide rot? Hm. Ich habe hier sowas wie eine Art Translator für Augenfarben. Hm. Da ist auch zweimal rot dabei. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich dir die Runen beschreiben soll. Na, sag einfach mal, vielleicht finde ich sie. Ich habe sie ja alle vor mir. Links ist ein X mit einem Kreis drumherum. Also das macht gerade Tuller Hub-Reifen. Ja. Und rechts, das ist sowas wie ein Häkchen von so einem Lehrer, bloß so ein hässlicher, weil er es nicht hinbekommt, so einen richtigen Haken zu kriegen. Wo erst so ein kleines Häkchen ist, dann nach unten, also erst hoch, runter, hoch, runter, hoch. Das Haken plus hinten plus oben ist dann nochmal so ein Haken. Ach so, also nicht. Okay, also runter, hoch, runter. Ja. So. Oh, es leuchtet. Die die Tür ist aufgegangen. Ah. Sehr gut. Ich dachte, was hat das damit mit den Lügen zu tun? Hier steht halt irgendwas mit Between the Eyes. Das war zwischen den Augen. Total gelogen, Alter. Na gut, ich geh mal in den nächsten Raum. Jo. Guck mal hier mal rein. Open, okay. Ich habe hier sogar eine Map heißt Karte. Oh, Between the Eyes, ich habe eine Errungenschaft da hinten. Ja, ich habe die Antwort Lügen. Also, die Answer Lies habe ich ja Errungenschaft. Okay. Okay, hier ist eine Uhr im Raum, die tickt. Was habe ich hier noch? Oh Gott, der Sound hier ist total komisch. Boah.
Irgendwas hat sich getan, hab ich das Gefühl. Bullshit. Warte mal. Oh, Alter. Geht mir's auf den Sack. Irgendwas macht hier laut Geräusche. Ja, bei mir auch. Also, ich hab hier ein Bild. An der Wand. Mit einem. Oh Gott, das ist ein Tier. Aber, verschiedene Tierarten vermischt. Sag ich mal. Okay. Dann habe ich noch eine Wand, wo wieder Sachen, also so Runen hängen. Und, oh, Alter, die Musik. Und ist bei dir auch so creepy Scheißmusik? Creepy ist sie nicht, bloß irgendwie hat sie so eins, ob dir irgendwas zur Stich gibt. Boah. Oder also, vor sich hin, Cred. Ey, ich sehe gerade die Tür ist hier offen. Oh, Alter. Lol. Und, ah, das sind diese komischen Tierbilder, alles klar. Genau, Tierbilder. Und unter dem großen Tierbild, sag ich mal, wo das so gemischt ist, sind drei Einkerbungen, sag ich mal, wo ich wahrscheinlich die Dinger richtig einsortieren muss. Ja gut, ich habe mehrere verschiedene Bilder von Tieren. Welches hast du denn? Ich habe sehr viele. Ja, sind das alles ein Tier, oder? Nee, das sind alles so gemischte quasi, sag ich jetzt immer. Okay. Zum Beispiel sowas wie eine Art Storch mit einem Schneckenhaus. Nee, das nicht. Das hat Federn, also es hat was vom Greifen. Vorne hat es Hühnerbeinchen, hinten Ziegenbeine und der Kopf ist, glaube ich, eine Ziege. Ziegenbeine? Hinten Ziegenbeine, schwarze. Der Körper ist auch komplett schwarz. Und es hat Flügel. Hat es einen Totenschädel? Nee, das ist eine Ziege als Kopf. Eine weiße, weißen Ziegenkopf hat sie. Verdammt, Alter, ich glaube, ich muss die Helligkeit mal kurz verstellen. Ich sehe da kaum was da hinten in der Ecke. Weil das ist, glaube ich, ein Bild, das könnte das sein, aber ich erkenne das einfach nicht. Nein, ich erkenne es wohl nicht. Muss ich irgendwie das Licht anmachen? Oh ja, könnte ich auch mal machen. Alles klar. Du kannst das Licht anmachen? Okay. Ich kann bei mir die Fackel anmachen, ja. Cool. Okay, also es hat einen Ziegenkopf. Ah, okay. Genau, einen weißen Ziegenkopf. Vorne so. Vorne Hühnerbeinchen. So Hühnerbeinchen, ja. Und genau. Flügel. Na, und so ein lang gefiederten Schwanz. Genau, ich glaube, ich habe das Bild. Okay, na dann hauen wir mal die Runen raus. Das erste sieht aus wie eine Blume. Oh Gott, eine gerade Blume? Ja, so straight nach oben. Okay. Hab's. Das zweite sieht aus wie eine Art Schildkröte mit einem Anschluss hinten dran. Ja. Such einfach mal Schildkröte. Die guckt so nach oben, wo oben so ein kleiner Kopf dran hängt, gell? Ja, und dann hast du sowas wie eine Art. So ein Mast. Wie sowas, so eine Art Strommast. Okay, hab ich. Tut's Spaß? Eins fehlt noch. Eins fehlt? Das rechte fehlt noch. Oder war die Schildkröte was anderes? Die Schildkröte war das in der Mitte. Ach so, der Strommast. Das war schon was anderes. Ich dachte, du meinst die Schildkröte mit dem Strommast. Nee. Das könnte natürlich auch sein. Ist das, sag ich mal, ein Strich und oben ein Dreieck drauf und. Ja. Okay, dann ist es das. Alter, die Musik geht mir so auf den Sack. Ich glaube, es wird nicht besser dann. Okay, ich hab's. Ja, die Tür ist offen. Okay, ich glaube, dann hat's bei mir auch was getan. Du musst mal durchgucken. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Wieso? Weil hinter mir die Tür, da klopft irgendwas dagegen. Mach mir keine Angst. Face on it. Okay. Ist das, war meine Errungenschaft. Ist das, Okay, Leute, ich glaube, wir werden das Spiel zweimal durchspielen. Macht mir keine Angst. Oh Gott. Okay, ich bin im nächsten Raum. Ich kann sogar die Fackeln ausmachen. Oh Gott, hier ist Wasser. Wir gehen jetzt ziemlich tief runter. Ah, okay, ich kann nicht da irgendwas drehen. Bei mir hier unten ist eine Tür. Ja. Oh Gott, warte mal. Okay, das Wasser war ziemlich laut. Ich musste tauchen dafür. Okay, über die Tür steht in lila geschrieben, orange. Ist es die Frage, muss ich lila oder orange machen? Ich weiß es nicht. Also ist. Ich glaube. Ist halt orange und lila geschrieben.
Die Musik wird immer schlimmer als bei dich. Hab ich hier irgendeinen Hinweis, was ich drehen soll? Ansonsten mache ich einfach mal voll Schnauze. Okay. Sag ich jetzt einfach mal orange. Warte, ich häng grad fest. Ich hab gerade jetzt orange betätigt. Ja, die Tür ist offen. Nee. Oh. Nee, das Wasser. Ja. Ah, ich muss sie selber aufmachen. Ist okay. Oh Gott. Gut, nächster Raum. Hier ist es arschdunkel. This is fine, habe ich gekriegt. Okay. Und das ist Antarktik, dort ist er. Okay, hier habe ich jetzt eine Tür. Also so ein Riesengitter mit zwei weißen Steinen und rechts ist ein Hebel mit ein weißer Hebel ist hier. Warte mal, hier da hinten an der Wand steht Bring down this the Gladding irgendwas. Das kann ich lesen. Ich muss gerade gucken, wo bei mir vielleicht sich irgendwas geöffnet hat, weil ich bin auch im Hauptraum. Soll ich mal den weißen Hebel ziehen? Ah, da die Map, die hat jetzt Farben bekommen. Oh. Ah. Also ich habe hier einen weißen Hebel, vielleicht kann ich damit eine Tür bei dir aufmachen. Du hast einen weißen Hebel? Ja. Okay. Das ist sicher, weil die zeigt dir anscheinend den Weg durch einen Raum entlang. Was? Ja, aber hier ist halt... ich bin durch die Tür gegangen, da war ein dunkler Gang. Und da ist jetzt ein Gitter. Da komme ich halt nicht weiter. Ja. 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 Und da ist halt der Hebel. Wenn du den Hebel betätigst? Also ich mach's mal. Oh, jetzt ist das eine hochgegangen und weiter vorne ging eins runter. Scheiße. Ist das irgendwie... Ist bei dir ein schwarzer Hebel? Bei mir ist gar kein Hebel, ich hab nur die Karte, die sich jetzt verfärbt hat. Warte mal, jetzt kann ich was lesen. Bring down the... Guiding... Die Fackel ist doof. Ach hier, bring down the guiding light. Steht an der Wand, also ja. Halt, warte mal. Natürlich, ich kann den Hebel einfach selber wieder betätigen. Ich bin ja schlau. Okay, jetzt bin ich in einem... Also immer noch im selben Raum. Aber hier geht's nach rechts und nach links. Richtig. Ich habe die Karte dafür, um dich da durchzunutzen. Jetzt muss ich bloß gerade überlegen. Ich habe hier sowohl, ich denke mal, Anweisungen, wo die Schalter sind für die jeweiligen Tore. Aha. Und dann muss ich dich jetzt irgendwie da durchkriegen. Ist halt das Problem. Also ich stehe vor einer Wand. Richtig. Ja, ja. So du gehst... versuchen wir es mal so... nach rechts und dann wieder nach rechts. Da muss dann irgendwo der Hebel sein. Warte, ich trau mich hier nicht. Da hinten steht irgendwas. Die Farben verschwinden ein wenig. Welche von Farben? Der Karte. Oh. Ja, du Scheiße. Okay, ich bin nach rechts und wieder nach rechts. So. Ja, da ist ein blauer Hebel. Genau. Oh Gott, das ist eine Statue. Okay, jetzt soll ich den ziehen? Ja, ja, mach mal. Okay. Da müssten sich einfach nur lediglich, wieso ist das jetzt weg? Da müssen sich nämlich jetzt zwei Gitter geändert haben. Ja, aber wo? Na, das ist dann... Wenn du jetzt da wieder zurückgehst und da den Weg einfach weiter entlang gehst, dann müsste da das Tor entweder unten oder oben sein. Ich kann ziemlich weit weitergehen. Ist wahrscheinlich auch so richtig. Okay. Oh, hier ist jetzt das blaue Gitter unten. Das ist unten? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt Folgendes ausprobieren. Okay. Du gehst jetzt nochmal zurück zu dem Hebel, betätigst ihn und gehst dann, von wo du aus gestartet hast, den anderen Weg entlang. Von hier ist voll das komische Bild. Ein Hund? Und auf dem Kopf, also der Hund hat auf dem Kopf Kronleuchter. Also so drei Kerzen, das sieht so weird aus. Crazy. So, yo, ey, ist das shit. Okay. Ich hab den jetzt gezogen. Ach ja, und jetzt soll ich vom Startpunkt aus den anderen Weg gehen, okay. Genau. Ich hoffe mal, dass da jetzt da das Tor offen ist. Und dann nach links oder nach rechts?
links ist die Sackgasse. Ja, ich sehe es gerade. Da lag ein Buch, ich dachte, vielleicht kann ich es angucken, aber ich kann es nicht angucken. Okay. Hier ist ein Hundebild. Der sabbert. Okay, und dann jetzt geht's wieder nach links und nach rechts. Links ist dunkel. Da geht eine Treppe hoch. Nee, da rechts, nach rechts. Rechts ist ein blaues Tor, unten. Unten? Ja. Es ist nicht oben. Wieso ist es nicht oben? Nee, es ist nicht oben. Aber wenn du die Hebel betätigst, muss ich doch irgendwas tun. Eigentlich schon. Soll ich das jetzt? Naja, vielleicht habe ich es jetzt sozusagen hier drüben wieder runter gemacht und auf der anderen Seite hoch. Warte mal, ich habe hier ein Buch daneben. Mal gucken, was da steht. Okay. Wenn ich es mal richtig rumdrehen würde. Ich geh nochmal zurück, gell, zur anderen Seite und guck mal, ob da vielleicht das Tor unten ist, oben ist. Okay. Oh, wenigstens klopft nichts mehr an die Tür, Alter. Ja, jetzt okay, auf der rechten Seite ist das Tor jetzt oben, da kann ich jetzt durchgehen. Du bist jetzt wahrscheinlich den anderen Weg gegangen, oder? Ich bin nach rechts gegangen, jetzt vom Startpunkt aus. Und hier ist ein grünes Tor. Ja. Da ist ein grünes Tor, das ist unten, ne? Richtig. So, genau. Gegenüber vom grünen Tor geht der Weg weiter. Okay. Und da wirst du dann wieder in der Abzweige kommen, da gehst du nach links. Okay, da ist ein rotes Tor, was oben ist. Richtig. Ich finde da eigentlich... Ein fliegender Hund mit Fledermausflügeln. So, und da ist eigentlich schon der Ausgang los, der ist gesperrt durch das andere rote Tor. Ach so, ja, ja, hier ist ein rotes Tor unten und gegenüber, also nee, ja, wenn ich weiter geradeaus laufe, ist ein grünes Tor oben. Muss ich bestimmt richtig, holen. Und das ist das, was mich eigentlich rätselt. Eigentlich dachte ich, die Hebel sind dafür gedacht, dass du die Tore auf und zu machst. Ja, mach ich ja auch. Okay, ich hab jetzt, warte mal, ich hab mal den grünen gezogen. Jetzt ist das grüne Tor hier hinten unten. Also komme ich nicht zum Ausgang. Was ist da jetzt? Ich hab den grünen Hebel gezogen. Jetzt ist das Tor, wo ich gerade durchgekommen bin, ist jetzt runtergegangen. Also zu. Zu. Und dann auf der anderen Seite müsste wahrscheinlich das blaue Tor sein, was auch zu. Ich guck mal. Ja, das ist auch zu. Das meinte ich ja eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass der blaue Hebel, den du unten betätigt hast, einfach das auch macht, aber irgendwie hat sich da ja nichts getan anscheinend. Wie? Nee, mit dem blauen Hebel, den habe ich ja gezogen. Und deswegen ist hier hinten das Tor runtergegangen, wo ich gerade hier davor stehe. Und auf der anderen Seite ist es ja hochgegangen, deswegen bin ich ja durchgekommen. Ja gut, das heißt, da müsstest du nochmal da hoch machen. Also einfach andersrum machen, nochmal. Ja, du müsstest es jetzt im Prinzip... Ja, genau, du... müsstest es halt so machen, dass du die linke Seite auffällst. Fuck, ich hab mich verlaufen. Wo bist du denn? Da ist ein grünes Tor, was zu ist. Was du eben gerade zugemacht hast. Nee. Ich hab den Hebel wieder zurückgemacht. Okay, wenn du vor dem grünen Tor stehst, musst du nach rechts. Ja, hier ist das blaue Tor. Ja. Okay. Also das, was jetzt offen ist, da bin ich gerade vorbei. Und da muss dann, eine Abzweigung sein. Da unten. Ich glaube, links rein. Genau. Und da ist ja der blaue Hebel. Genau, den ziehe ich jetzt. Dann gehe ich einfach mal andersrum. Der muss ja eigentlich dann, genau. Und dann kann ich den grünen ziehen. Dann gehe ich wieder zum blauen und latsche den Weg nochmal. Nee, geht ja gar nicht. Warte, wo war der Hebel? Alter. Ich gehe erstmal zum grünen, zum anderen blauen Tor gehe ich jetzt erstmal. So, da gehe ich jetzt durch. Jetzt bin ich wieder da, wo der grüne Hebel ist. Na, den betätigst du einmal so, dass bei dir da das grüne Tor zu ist. Ja, ist es. Okay, jetzt läufst du wieder den ganzen Weg zurück und gehst dahin, wo das andere grüne Tor ist. Yippie. Ja, nach links, gell? Ja. Hm. So.
dann. Aber wahrscheinlich wird da das blaue Tor auf dem Hinweg zu sein, musst du nochmal den blauen Hebel betätigen. Wo war denn der blaue Hebel nochmal? Rechts quasi neben den Haupteingang, wo du herkamst. Achso. Ja, beim Kronleuchterhund, genau. Beim Kronleuchterhund, genau da. Also den blauen Hebel mache ich jetzt wieder hoch. So. Damit du dann durch die Tür kannst? Jetzt gehe ich nach rechts wieder, gell? Ja. Okay. So, dass du das blaue Tor gehst und dann kommst du in einen etwas größeren Raum rein. Da müsste das grüne Tor sein, was offen ist hoffentlich. Ja. Da gehst du durch und da betätigst du den roten Hebel. Ach da. Hallo, roter Hebel. Habe ich gemacht? Ja. So, jetzt. Jetzt gehst du wieder den Weg zurück Richtung Haupteingang, also wo du herkamst. Okay. Plus betätigst du da wieder den blauen Hebel. Okay. Dass du da wieder dann zumachst, wieder von der anderen Seite reingehen kannst. Bin ich hier richtig? Ja, Kronleuchterhund. Kronleuchterhund. Achso, den blauen Hebel soll ich hier wieder betätigen. Richtig. So dass du von da wieder auf die andere Seite gehen kommst. Wo der grüne Hebel ist. Okay. So. Das ist schon ganz schön anstrengend. Hund mit Zapper, muss ich da nach rechts, ja. Genau, blaues Tor ist oben. Und der grüne Hebel ist hier, den soll ich jetzt betätigen. Genau, damit du dann durch das grüne Tor gehen kannst. Jawohl. So, wenn du da jetzt durchgehst und dann links, müsste dann das rote Tor offen sein. Ja. Oh, ich höre aber. Checkpoint reached, Alter. Ich raste aus. So, ich mach die Tür mal auf. Oh, wir sind draußen. Ach du Scheiße, it's frozen cold. Nee, frozen solid. Scheiße, mir ist kalt. Da macht die vor. Ja, wie denn? Ich hab hier einen Raum mit einem Schachbrett. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Oh, hier ist ein Power-Generator ist hier. Oh, press the interactive button when the... Achso, jetzt hast du Strom. Warte. Dann kann ich den Filmapparat hier abspielen. Ich hoffe, das bringt dir was. Ja, du solltest jetzt Strom haben. Das ist nur die Frage, wie beschäftigt. Wo muss ich denn da auf den Knopf? Das doch einer. Make sure you have power and the film is. Ja. Warte, ich muss dir Strom machen, indem ich einen Hebel drehe. Okay, hast du? Ich glaub schon. Warte mal. Den Menübutton. Achso. Also hier steht, dass du Power hast. Also der Generator leuchtet grün schon mal. Warte. Muss ich selber noch irgendwas machen? Nee, warte mal. Oh fuck. Ich glaube, ich sterb gleich, Alter. Rotate the lever. Ich rotiere den Lever. Pull the lever. Oh, warte, jetzt muss es gehen. Alter, du musst dich beeilen. Meine Sicht wird langsam gefroren. You can press the menu button to exit. So. Wie ist denn richtig rum? Ich hab's nach rechts gedreht. Ja, ich muss ja den Film zurückdrehen. So, keine Ahnung. Achso. Wie ist nach links? Weiß nicht. Ja. Alter, ich bin da mal früher an. Ja, das ist schön, das hilft mir jetzt trotzdem nicht großartig nicht weiter. Ich will nicht sterben. Allein im Winter draußen. In der Kälte. Und der Wind ist auch saulaut. Ich hoffe, man hört dich noch.
Ich hoffe es mal. Aber ich weiß nicht. Ich verstehe das Prinzip hier gerade nicht. Aber das Ding kann ja eine Power, willst du mich irgendwie verarschen? Ich hab Power an. Ja, aber warum hab ich nicht? Ich kann hier nichts mehr machen. Nicht, du machst schnell! So, check. Ja, dann wird mir das Stimme sagen, wie. Ja. Ich renne im Kreis, vielleicht wärmt mich das auf. Ich dreh die Scheiße, aber. Ja, dreh's mal schnell, also. Das ist schon schnell, was ich mache. Das ist nur die Frage, welche Seite ist richtig. Okay. Versuch beide Seiten. Ah, jetzt tut sich was. Okay. Ich wusste es bloß. Trinkst du hier. So, jetzt zeig mal was. Zeig dir, was du zu bieten hast. Okay, Schach. Ja, Schach. Bau auf den König, zwei Felder vor. Oh, lol. Was? Wird ein Schachspiel gezeigt. Ja, dann. Ah, fuck. Ich sehe kaum noch was. Ich sehe echt gar nichts mehr, Alter. Horn. Fuck, willst du mich verarschen? Wir sind weiß. Wer soll vor? Weiß. Von Spieler weiß, was soll ich machen? Bauer von König, zwei Felder vor. Okay, hab ich. So, das Problem ist, ich sehe jetzt gerade gar nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Weil das ist der Film. Ist schon ausgelaufen. Ist nicht dein Ernst. Ich glaube, wir werden hier erstmal sterben. Ich sehe gleich nichts mehr. Ich sehe nur noch so einen kleinen Radius um den weißen Kreis da. Sehe ich. Ganz wenig. Hat der Schwarze sich schon bewegt? Nee. Wo ist der Schwarze auch vom König von der Mauer zwei Felder vor? Ja, aber wie? Der macht's nicht. Macht's nicht? Nee. Hat er überhaupt eine Schachfigur bewegt? Nein, der hat noch gar nichts gemacht. Oh, warte. Ich stehe die ganze Zeit falsch herum. Queen. Ich kann die Queen ansprechen. Wen ansprechen? Warte mal. Ah, Bullshit. Ich sehe halt echt nichts mehr. Ich komm gerade irgendwie die Queen anlabern. Oh, warte mal. Muss ich beide spielen? Muss ich den Läufer. Fuck. Also der auch vorm König, ja? Der vom König vor. Oh, ich sehe nicht mehr, Alter. Welcher davon ist der König? Hat der da? Warte. Zwei Felder, ja? Ja, auch zwei Felder. So, danach okay. Bewegt sich der Läufer von Weiß. Welche Seite? Rechts vom König. Welcher ist davon der Läufer, verdammt? Der dritte von rechts, Mann. Der gleich nimmt den König. Ja, der heißt hier Bischof. Ist mir doch egal. Wohin? Vier Felder, die diagonal, also 1, 2, 3, sag mal. 1, 2, 3. Ja. Ah. So. Danach. Bist du schon soweit? Ja. Bauer von dem schwarzen Pferd, also der schwarze Bauer halt, der muss ein Pferd nach vorne. Von einem Ritter. Welche Seite? Nee, vom Pferd. Schwarz! Nein, ich meine von wo? Ja, fuck. Ich bin down. Froze to death. Wie lange ist der Pfad schon? Warte. Nachgucken. Man hört mich damit wahrscheinlich. Ja, das sind fast 30 Minuten. Okay, ja, dann würde ich sagen, das war der erste Part, meine lieben Freunde. Wir sind gestorben. Also ich bin gestorben. Hast du toll gemacht. Ja. Na, bevor ich. Das war kaum rauszusehen, was ich machen muss. Ich dachte, du spielst jetzt Schach gegen den. Nee, ich hab nur die Anweisung, wie es funktioniert. Ja, das weiß ich jetzt auch. Nur ich hab halt nichts mehr gesehen. Alter, nichts. Und dann die schwarzen. Ich weiß nicht. Okay, gut. Was? Das Problem ist, das Spiel hat mir nicht gesagt, in welche Richtung ich den Filmspieler
in welche Richtung ich den drehen musste. Ja, das Problem hatte ich mit dem Power-Generator auch. Ich bin einfach in irgendeine Richtung gedreht, ey. Nee, ich auch, aber die eine da hat sich einfach nichts getan und der andere, da ging's dann, hast du zweimal gedreht, dann konntest du abspielen. Lol. Ja. Okay, ja, willst du beenden? Was? Ich weiß nicht, ob man mich nicht doppelt und dreifach. Nee, ich hör dich nur einmal. Ich hör dich nämlich doppelt. Krass. Schön. Hm. Ich dich nicht. Schön. Bestimmt, weil ich tot bin. Okay. Okay, das war's für diesen Part von We Were There. Hier? Meinte ich doch. Aber wir waren dort. Ja, ja, stimmt. Oh Mann. Hm. Er hat mich erfrieren lassen. Hab ich gar nicht. Du warst bloß scheiße im Schach. Ich wusste doch gar nicht, dass ich die bewegen muss. Nee, okay, die tue ich von selber. Das ist Harry Potter Schach. Ja, Mann. Geil. Nee. Ja, gut. Dann. Bis zum nächsten Part. Ja, bis zum nächsten Part, Freunde. Ja, vielleicht kommt mehr weiter. Ich bin euer Täter, Kay. Ich bin euer Alkosa. Ciao. Macht es gut!